Der frühere DDR-Bürgerrechtler, Bundes- und Europapolitiker Werner Schulz ist tot. Er starb heute im Alter von 72 Jahren in Berlin. Schulz war in verschiedenen Oppositionsgruppen in der DDR aktiv, saß für das Neue Forum in der ersten frei gewählten Volkskammer und später für die Grünen im Bundestag und im Europaparlament. Politiker vieler Parteien reagierten betroffen. Bundespräsident und Bundeskanzler würdigten Schulz als engagierten Kämpfer für Demokratie und Freiheit. 5 Monate ist es her, da wurde Werner Schulz für sein Engagement ausgezeichnet mit dem Deutschen Nationalpreis. 1950 in Zwickau geboren, hatte sich der gelernte Lebensmittelchemiker in der DDR für Bürgerrechte eingesetzt, beteiligte sich im Herbst 1989 an den Montagsdemonstrationen und betonte später: Ohne den 9. Oktober in Leipzig hätte es den 9. November in Berlin nicht gegeben und nicht den 3. Oktober 1990. Für das Neue Forum ging er in die erste frei gewählte Volkskammer, dann für die Grünen für 15 Jahre in den Bundestag. Ein Prinzipienmensch, der nicht für Hartz IV stimmte, und ein Realo, der früh mit Schwarz-Grün liebäugelte. Er wird mir in Erinnerung bleiben als ein ganz, ganz leidenschaftlicher Redner, als einer mit immer eigenem Kopf, einer eigenen Idee. Aber das war immer bereichernd, das war nie destruktiv. Von 2009 bis 2014 war er Europaparlamentarier. Sein Hauptthema: Russland und die dortigen Menschenrechtsverletzungen. Nicht die Mächtigen hofieren, sondern die Opfer unterstützen. Darin sah er bis zuletzt seine Mission.